Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute wieder am 18. Juli haben wir folgende Themen für euch frisch gepresst. Und zwar unschön. Flugpreise steigen rasant um 24,9% im Mittel. Wenn wir uns die Preise anschauen, haben wir das Gefühl, dass diese Flugpreise ja täglich steigen. Besonders in der Economy Class auf Flügen nach Asien oder auch nach Australien sind sogar Steigerungen von 42,5% verbucht worden. In Europa sind die Preise um 32% gestiegen. Das Statistische Bundesamt hat uns dies ausgerechnet. Ich werde in der heutigen Sendung euch das Ganze noch mal etwas näher bringen. Ihr könnt ja auch in der Frage des Tages noch mal eine Antwort schreiben, unten in die Kommentarspalte. Und zwar habt ihr Beispiele für Flüge, die teurer geworden sind, also was ihr wirklich erlebt habt. Und natürlich eine Frage, die wichtig ist, fliegt ihr deshalb weniger? Wir haben auch weitere Themen für euch frisch gepresst. Eine Dame wollte 100 US-Dollar geben bei der Passkontrolle, um ihren verlorenen oder angeblich verlorenen Pass damit zu substituieren. Der Flug ging für sie alleine nicht los. Sie musste da bleiben, alle anderen sind geflogen. Swiss weitet auch die Kurzstreckenflüge nicht aus, ist wie die Mutter. Hochzeit haben wir auch, und zwar bei MGM und ja, Marriott, ganz genau, nachdem Hyatt raus ist. Qatar Airways hat Q-Credits umbenannt und die heißen jetzt Keys. Die British Airways Executive Club Member werden jetzt feststellen, dass es weniger Punkte, also Avios, gibt, da es umsatzbasiert wird. Und wir haben einen Diesel-Deal mit Scandinavian Airlines in der Business Class von Brüssel nach New York ab 1.799 Euro. Ich freue mich auf euch heute ab 19 Uhr wieder, nein, um 19 Uhr sogar, auf Frequent Traveler TV. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen und ein Like da zu lassen. Ich freue mich. Also, kommentiert. Bis dann. Ciao, ciao. Ja, vielleicht finden wir noch mehr Themen. Also, bis heute Abend, 19 Uhr, auf Frequent Traveler TV. Bis dann. Ciao.